Nur einmal, wie geht's? Und genau, das war nicht oberflächlich, ich frage immer gern, wie es geht. Das letzte Mal spielte ich in einem Gefangenenhaus, wirklich vor lauter Hebenbrüder. Ja, da habe ich auch gefragt, wie geht's, da war die Stimmung nicht so geil. Vor allem nach der Pause habe ich gesagt, schön, dass keiner heimgegangen ist. Gestern war ich noch im Museum in Wien und da habe ich einen Witz gehört. Kennst du den, wo einer anruft bei einer Sex-Hotline? Kennst du das? Ist und dann meldet sich einige, ja, mein Name ist Ilona, ich mache für dich alles und deshalb, ja, ruf mich zurück. Ich möchte jetzt mit meiner Geschichte fangen. Ich bin damals runtergekommen vom Schlafzimmer in die Küche. Ich wollte gleich ein Wasser trinken, das ist schon fertig dort gestanden. Ich habe mir gedacht, so ein Zufall. Ne, die schauen so. habe ich es getrunken, dann bin ich laufen gegangen, Richtung Kühlschrank. Das sind so 6-7 Meter, das schaffe ich noch eine Pause. Habe ich mir die Nachbarstraße genommen, damit ich praktisch das Glas Wasser schön verdauen tue. Ja? Aber mir kommt eine Frau runter und sagt, hast du das Glas Wasser ausgezupfen? Dann sag ich mir, wenn es ein eigener Wasserzähler an die Tieren sind, wie ist das? Nein, da waren Bachblüten drinnen. Da war keine Blume drin. Das hätte ich schmeckt, wenn ich so Platten in der Pappe hätte. Na, für die Bachblüten ist was Esoterisches. Das ist für mich abgestimmt, das habe ich gerade von der Katharina aus Ebrechtsdorf. Das ist für mich, dass man nicht so viel Sorgen macht, dass man nicht so viel Gedanken macht, dass man nicht so viel Arbeit macht, dass ich loslassen kann, verstehst? Also wie machst du noch gerade gemacht? Mit dir ist nichts dabei. Dann sagt Freddy, macht man keine Sorgen um mich, macht man Sorgen um die. Du scheißt ja eh nichts. Du hast so viel Energie wie ein Koala-Bär, 20 Stunden fressen, 4 Stunden schlafen. Freddy, mit Angst, dass du umfällst beim Gehen. Der Rauchzug geht weiter über die persönliche Freiheit. Denkst du über Scheidung nach? Meine Frau sagt, na, das Glas Wasser, was bei Bachblüten. Ach so, da habe ich was ganz Spezielles für deinen Mann. Das sind kalifornische Blüten. Die sind da für Konzentration, für Energie. Es kann sein, dass es ein bisschen geil wird, gell? Meine Frau sagt, wie ein Flasch, okay, keine Karte. Haben sie mir dann wirklich eine Zeit, haben sie mir unter der Zunge da boah, ich bin sofort angesprochen, ich habe mir gedacht, super, was ist da mein Bruder? Kommt gleich weiter. Die Katharina hat sich versteckt hinter dem Sofa, meine Frau gesagt, los, ich habe direkt noch deppert, aber trotzdem. Ich bin dann wieder normal, oder? Also normal nicht, sondern so wie ich vorher war. Und das Witzige ist, die Katharina redet ja nie mit mir, sondern immer mit meiner Frau. Will dein Mann was trinken? Freddy, magst du was trinken? Sag ich, ein Bier hätte ich ja nicht. A
ein Bier hätte er gerne. Na, Bier habe ich keins mehr zu Hause. Mein letzter Freund, der Erich, der Polizist, der hat so viel Bier getrunken, mindestens eins in der Woche. Ein Skandal. So, warum musst du ihn stehen lassen, Erich? Ja, weil, kann es sein, dass er weil, oder, und nicht interessiert hat? Ja, aber und vielleicht aber oder einen interessiert, oder? Magst du ein Glas Wasser? Sag ich, ja. Ist gekommen mit einem Krug, ja, der Strahler drin. Da habe ich eingesinkt, habe ich gleich das Glas zusammengehauen. Ich wollte es eh nicht, oder? Ja, die Katharina und die haben sich noch weiter unterhalten, meine Frau, ja, über die Kammer abbauen. Ich glaube, die Arbeit der Kammer wollte es abbauen, das geht auch nicht. Das ist so eine esoterische Tante, ne? Ja, haben wir gesagt, do you like Ayurveda? Ich habe gesagt, nein, unser Veda mag ich nicht, dann bin ich da. Ja. Wahnsinn, also das ist nur so. Die Katharina, kennt ihr die Katharina? Das ist ein Pendel, oder ein Pendel. Ich frage immer das Pendel. Was soll ich denn essen? Ein Grünchen noch ein Super? Oder? Wahnsinn. Das ist die einzige Frau in die Auto mit der Pendlerpauschale. Jetzt war der Gegenbesuch dort. Ist die Katharina zu uns gekommen? Na, ich bin gefreut, dass sie kommen. Mach. Schau, dass es gekommen ist. Ah, ich fühle mich da in Weinviertel wie neu geboren. Sag ich, was ist das? Keine Zehn, fette Haare. Sehr gegangen ins Haus, schön gewählt. Ah, dieser Essplatz, also der Garten habe ich schon gesehen, aber aufpassen. Ihr habt den Pool links in der Eingangstür. Da ist laut Feng Shui, laut Yin Yang, Yin Yang, Fred, dieses Dorf versteht. Yin Yang heißt auf Wienerisch, Wiggelwoggel kann man sagen. Gell? Da ist immer Scheiben im Haus. Ich wollte schon die Hitten reißen, auf der anderen Seite wieder auf. Aber der Essplatz ist so schön gewählt, da fließt Energie, so energetisch spürt sich das. Sag ich, aber da muss es heilen, was da abfließt, so wie ein Sohn. Und das muss die Tochter sein, ja. Gucci, 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 Gucci. Sag ich, nein, nicht von Gucci, ist von Eckermann. Aber süße Augen hat sie, so wie die schlaft. Nein, ich hab sie nicht so mit Kindergärten. Wie lange schlaft sie schon? Und mir ist schon so ein Zager gegangen, gell, so gewassen. Was haben wir denn nicht für einen Tag? Ich hör Spaß machen. Wie das Rätsel im Park schlaft ein Gegengift, macht aus, fertig. Und was sagt der Kinderarzt? Der Kinderarzt sagt gar nichts. In Wirklichkeit ist kein Kinderarzt, sondern ein Veterinärmediziner. Und der sagt so kurz mit 10 Kilo und keine Kinder besprechen muss. Ob ich oft so von Hunger gehen wir essen, ich kenne die Stärkung von Essen. Ich hab so Schatz, was hat er mir essen? Und kennt ihr das, wenn Leute sagen, sie müssen Ecker wieder gehen und bleiben dann noch 3 Stunden sitzen? Jetzt hat mir gesagt, ihr müsst das schon sagen, wenn ich gehen soll. Meine Frau sagt, na, geh bitte. Ich hab gesagt, das hast du jetzt falsch betont. Kennen Sie das? 5 Elemente kochen. Kennen Sie das? Wer kennt 5 Elemente kochen, gell? Sagt auf, trotzdem. Ja, so wie es dein. Kochen Sie so. Ganz nett, das ist wie ein Bier, aber Bier macht das so. Ah, ist eher Barat, weißt du. Ganz mit korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ja, das ist chinesische Kochkunst. Chinesen teilen Gewürze, Zutaten und alles, was man braucht zum Kochen in Elemente. Stimmt das? Da gibt es Holz, Wasser, Metall, Feuer und Erde. Erde sind Zucchini, Karotten, Wasser ist meist Fisch. Man muss aufpassen, wie man diese Elemente in diesen Topf reingibt. Der eine ernährt das andere. Ich kann jetzt halt einmal Wasser und dann Feuer, weil dann brennt es ja nicht und schmeckt scheiße. Das ist nur, man, so hat es meine Frau hier. Schmeckt aber so auch nicht rein. Und also. Ich habe jetzt mein persönliches sechstes Element entwickelt, das ist mit Käsegrenner, wie man die Hand dazu hat. Dann haben wir der Frau gesagt, du Friedi, in der Gewürzlase wird man ein bisschen das klarkoordinierte Arbeitszimmer haben. Ich hab gesagt, ja, ich bin da echt situationselastisch, also flexibel, ja, danke. Ich arbeite halt im Gewürzlase, schreibe dort meine Texte. Du kannst ruhig mein Arbeitszimmer haben, das geht in Ordnung, ja. Und so ist es wirklich dann gewesen. Und jetzt gehe ich schon mal speziell wenig drauf in dieses Ex-Arbeitszimmer von mir, wo die ganzen Zutaten und Gewürze stehen.
Und da habe ich so Gedicht geschrieben mit 62 Gewürzen oder Zutaten enthalten. Da kenne ich mich selber nicht aus. Da mache ich die Tür auf und sage, Gewürz aufpassen ein bisschen. Danke. Hallo, wie ist es jetzt? Nicht so gut, wenn es ein paar Körnungsstollen gab, es einen Polenta. Polenta, da zählst du mir was. Die Magie ans Kraut. Wer hat die Magie Kraut? Der Toni Pfeffer und der Hirse hat die Magie Kraut. Toni, hast du die Magie Kraut? Ich nicht, ich die Bohnen Kraut, der Hirse hat die Magie Kraut. Hirse, komm mal her. Hirse ist schlecht. So, jetzt ihr nicht aufhören damit. Das ist eine Schande. Warum hast du die Magie Kraut? Magie, Magie nicht. Das ist wurscht, das magst du aber nicht. Red mit der Barbara. Barbara ist ein Gewürz, Barbara ist ein Feindchen. Nein, Barbara ist ein Gewürz, also kommt sie ein Liebstöckel. Das kümmelt mir einen Dreck. Okay, wenn es dir einen Dreck kümmelt, dann gehört der Herr Major an. Der Herr Major steht dann auf und sagt, alles mein Kerbel. Du hast die Wahl, sonst du kümmerst gern. Was kann ich dafür, da hier sind die Magie geraubt? Oh, das schaffe ich nicht allein. Kno, kannst du bitte helfen? Ja, mein Blauch noch ein bisschen. Bah! Wie viel sind wir zum Kerbel? Nein, nicht 10 in der Elfe. Zweifel. Zweifel, was machst du da? Dann gehöre ich dazu oder nicht? Na sicher gehört dazu, mit dir könnte man super Fußball spielen. Ja, super, Basilikum. Trüffel, wer ist da? Sicher Trüffel. Hey, die ist spitzenmäßig gehalten, aber hey, die Spitzen sind ein bisschen dreckig, da gehört aber was auch dran. Und die Paprika ist auch dreckig. Aber was anderes spielt die Rose mit oder nicht? Ist die Rose drin oder draußen? Rose innen? Boah, Rose, du musst ein bisschen einkaufen, denn die Mannschaft, was willst du denn ausgeben? Sicher, Kamille. Du musst es gleich zahlen, dann hast du ihn gefallen 5 Minuten. Freddy, bei dir, nein, bitte selber kein. Aber was anderes wäre jetzt, wenn er nicht Pfeffer hat? Sag mir mal Pfeffer, Hachini! Hey, Peter, süß, wie du nierst. Ich bin nötig, ich heiße da eingeschlafen, kann man die weg, bitte? Ja, wach, wohl, da eingefahren. Ja, wach, wohl, ja. Ja, ich bin wach, ich muss singen im Chor. Okay, du singst im Chor, ich an der Gitarre. Entschuldigung, scheiße, da mit Kerbel Nell kenne ich den, ja, der muss grad. Ich würde gerne besser würfeln. Hilfe, Hilfe! Hilft mir doch wer! So wie Hilfe, du kennst doch gar nicht her, du kennst den Kühlschrank. Hab ich gern. So wie ja, die eh gern, aber wie bist du da reingekommen? Am Anfang ist ein Kurkummer. Kurkummer kennt ich ja so aus, oder was anderes? Achso, ja. Esse mit du mit Zucker? Mit Zucker? Bist du ein Profil in Bier, oder was? Ja. Ich war Thymian, oder was? Ja. Zimt, du hast recht, bin ich da mit dem Recht. Manchmal mit 26 Buchstaben im Alphabet gar nicht aus, was meine Frau da ausgeplappert. Letztes Mal geht ja manchmal auch da ins Kino und da zählt man von einem Kinofilm 2 Stunden das letzte Mal. Der Film hat noch 105 Minuten dauert, und jetzt bin ich wieder zum Zugabe hier. Kurz am Schluss sagt so eine lange Rede, kurzer Sinn, der kurze Sinn dauert noch 5 Minuten. Aber im ganzen Film, der zählt er nicht, vielleicht möchte er selber anschauen. Sag ich, möchte man sicher nicht selber anschauen. Geht das schon alles? Schuhgröße, Brettbit, alles. Wieder mit deinem Interesse zeigen. Du gibst dein Interesse, so hoch ich dazu. Glaub nur, weil ich keine Zwischenfragen habe. So hoch ich, meine Finger haben schon mein Gesicht vorne angenommen. Kriegst du gar nicht mehr auf. Vielleicht hast du ein drittes. So, wie kann ich ein drittes haben, wenn ich nur ein zweites habe? Du bist sicher. Du bist aggressiv. Doch ich bin nicht aggressiv. Sicher bist du aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. Deine Chakren sind verschmutzt. Meine Chakren sind in Ordnung, die putze ich jeden Tag dreimal mit meinen Zähnen, ja? Und das sind meine Chakren gegen den Dreck und das sind meine Chakren. Was sind Chakren? Das kann ich dir momentan nicht erklären. Warum nicht? Du bist nicht bereit dafür. Bitte, was sind Chakren? Gut, man hat hunderte Chakren, tausende Chakren, das sind Energiepunkte und Kreischen, die sollten sich gleichmäßig drehen und wenn sich das nicht gleichmäßig dreht, dann rennt man unrum wie ein Motor, verstehst du? Und bei dir ist das alles ein bisschen unrum, verstehst du? Da gibt es aber Hauptchakren, da oben ist das Kronenchakra, das ist für die Hellwissenheit, willst du sagen, dass ich dreht bin? So kann man das nicht
Song, Freddy, aber frag mich was. Wann habe ich meinen letzten Orgasmus gehabt? Frag mich, was haben wir da? Was für Augenfarbe habe ich? Blau. Geschummelt hast. Wollte nur sicher gehen. Dann geht's weiter. Das Stirnchakra, auch genannt das dritte Auge, ist für die Hellsichtigkeit. Ja, passt, wo mein drittes Auge ist. Und das ist blind wie ein Mal. Aber die Brust wird locken drin. Dann schaut man alles wieder. Dann geht's weiter mit dem Ohrchakra. Ja, ist zwar kein Hauptchakra, ist für die Hellhörigkeit. Bitte für die Hellhörigkeit, bitte für die Hellhörigkeit. Das ist das Kehlchakra für die Kommunikation. Ja, und das muss ja bitte besonders groß sein. Da fragst du ja, was du hast, was zu meinen Freunden. Ja, da wird es da geschehen. Und das ist das Herzchakra. Das ist alles ist Liebe, alles ist eins. Liebe, Anerkennung, weitergeben, verstehst? Da gibt es weiter mit Solarplexus, das Sakralchakra, unten ist das Wurzelchakra. Das hat zu tun mit Sicherheit am Arbeitsplatz, Geld verdienen und auch mit Sex. Vorher dann immer mehr Sex, öfter Kind sein. Ja, was war denn akustisch, was ich aussehe hier? Friedes und Hilfeschreie. Ab 95 Kilo schreit er jede Frau. Ja, gut. Ich weiß nicht, so wie man ich weiß. In der Wahrheit, ich stand bei der Bar, und hat zu mir gesagt, grüß euch. Ich merke es ja beim Wäscheaufhänger, früher, wenn man zwei T-Shirts nebeneinander gebracht, geht es nur mehr eins und einen Socken daneben. Und meine Frau immer mit so feinen Noten, gell? Haben wir ein neues Ehebett? Warum? Bist du mir so nahe? Ich bin nahe.